So, dann gehen wir mal Escher zur Hilfe. Weil wir wissen ja, dass die. Da bringen sie Medea dazu, ihnen zu sagen, wo Werner ist. Was machst du hier? Du hast weg da! Okay, da läuft ein Sklave. Weiter. Ohne mich. Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Was macht der da? Lebt er noch? Guckt mal, wie er sich noch bewegt. Nein, ich glaube, ich in der Flüssigkeit halbwegs drinne. Hier. Hallöchen. Was ja sehr strange ist, wie die hier überhaupt reinkommen. Hast du hier? Verzieh dich! Sehr gut. Was macht er? Wer ist das jetzt? Ich mach gar nichts, das können die alle selber machen. Wie läuft? Tja, der Angriff ist ein bisschen für den Arsch hier eigentlich. Von denen. Ach, die haben jetzt nichts Besonderes, außer die komische. Könnte schlimmer sein, Kumpel. Waffe von denen. Das haben die nicht auf dem Kopf, also Bleistifte. Toll. Es gibt da übrigens noch ein Gebiet, wo wir dann auch noch mal kurz rein können. Da gibt es so ein Häuschen. Ja. Ich glaube, da sterben gerade ein paar Pit Raider, oder? Ich weiß es nicht. Nee, das sieht nicht so aus. Als wenn hier überhaupt einer eine Chance gegen die gehabt hätte. Alter Schwede. Hier ist übrigens auch nochmal ein Hydrant. Ach, verdammt. Egal. Ja, jetzt haben wir hier aber gar keine Sklaven mehr. Ach, wenn das mal nicht der Teufel persönlich ist. Kein Interesse. Dann gehen wir mal hier rein. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sich Escher und seinen Leuten angeschlossen haben? Sie sind nicht der Erste, der seine Freiheit erlangt und danach sofort vergessen hat, woher er gekommen ist. Sorry, ich kann kein kleines Baby entführen und auch wenn's um die Freiheit geht. Sollen wir in Sklaverei leben und sterben und zusehen, wie unsere Kinder zu Monstern werden, weil sie nicht den Mumm haben, ihre Aufgabe zu erfüllen? Wachen Sie auf, Sie Einfallspinsel. Dieses Baby könnte mehr Gutes für uns tun, als eine ganze verdammte Raider-Familie je für uns getan hat. Kind im Herz. Nicht zu fassen, dass sie vorhatten, liebevolle Eltern ihr Baby zu entreißen. Wir wollen ihr doch nichts antun. Wir müssten sie nur entführen, um unsere Freiheit wieder zu erlangen. Solche Sachen sind eben manchmal notwendig. Na schön. Warner war derjenige, der das Baby entführen wollte. Ich wollte nur Freiheit. Mir war anfangs nicht klar, was das nach sich ziehen würde. Warner hält sich im Werkshof versteckt. Suchen Sie nach einer Dachtür im Südwesten. Zufrieden? Gehen Sie und hören Sie auf, mich so anzustarren. Ach, guck einer an. Sie haben sich als unglaubliche Zeitverschwendung entpuppt.
Der Aufstand wird nichts ändern, dabei werden lediglich die Sklaven umkommen. Die würden lieber für ihre Freiheit sterben, als sich für die Raiders zu Tode zu schuften. Dann hätten wir wohl alle alles und gefunden. Vorsicht da draußen. Tja, warum kämpfst du nicht? Naja. Das sind mir die richtigen. Große Rehen schwingen und dann, wenn es darum geht, ist diejenige, die ihre Waffe hält. Weg da! Ah, jetzt mögen sie mich nicht mehr. Tja, die eine Heiltussi, die ist echt nicht mehr da. Ja, noch Altmeter, was ich letztes Mal gesehen hatte. Komisch. Ach, hier sind auch schon alle tot, die sich wehren wollten. Tja. Schief gelaufen. Oh, selbst er hier ist. Adam ist auch tot. Stahlsäge. Es gibt hier nämlich noch andere Sachen. Das ist dann diese normale Waffe, die echt nicht viel Schaden macht. Ey, lass mein Kumpel hier in Ruhe. Wo ist der hin, Jared? Ich hoffe, sie lassen... Okay, Jared ist noch da. Er rennt nur weg. Ja, ist ja gut. Ja, das war's wohl. Oh Gott, der dreht voll frei, Alter. Da was sie aushalten. Oh, ich gleich Karma verloren auf einmal. Die ganze Zeit verliere ich kein Karma. Ist Escher eigentlich hingegangen? Oh, hier hat's jemand erwischt. Hammer. Tut mir leid. Hammer hat zerlegt. Hat sich einen dieser... Scheiß... Wenn das Boom. Mal nicht das pfiffigste Arschloch in Pit ist. Die Bärbrüder waren wohl ganz schön überrascht, was? Ja. Hier waren wir noch gar nicht. Jetzt haben wir auch noch mal ein paar Pit Raider. Pit Sklave, logischerweise darf der hier sein. Coca-Cola. Noch ein bisschen Jet. Okay, sowas wie eine Kurkammer ist ja mal strange. Mehr ist hier aber nichts, weil hier ist nur, dass wir das beobachten können, sozusagen. Na gut. Ja, genau, richtig. Der Turm aus Nuka-Cola. Das mit dem Nuka-Cola-Quantum, das ist natürlich echt geil, das der Skill. Gucken, ob ich den noch nehmen werde oder nicht. Mal sehen. Ach, ne?
komme ich hier gerade auch gleich zu dem Zug. Sagt mir jetzt ja nicht gerade gar nichts mehr so. Jet wieder. Das ist obwohl ein Raider, oder? Oh, da liegt Teddy. Und nochmal Jet. Okay, dann machen wir das mal hier weiter auf dem Weg. Keine Ahnung, was hier weiter geht. Also doch, ich weiß ja, im Werkshof ist er. Also denn... Ist ihm schick hin, ach da. Dort bist du nicht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, leider. Leider gibt's halt nicht mehr. So, wo Werner ist, wissen wir ja. Hat uns ja Medira verraten. Er war weich geklopft. Na. Es ist schon strange, dass der Typ normalerweise zur Armee gehörte. Von Escherfeuer. Ist das Licht hier auch irgendwie anders, oder? Hat meine Lampe hier so einen Unterschied? Nee. So, jetzt kann ich sagen, gibt es keine Trucks mehr, aber anscheinend doch. CN auf der Karte? Oh, es ist ein Raider. Das könnte auch ein Raider sein. Du hast mich als erstes angegriffen, Freundchen. Ganz klar ist das. Da krieg ich keinen Karma-Abzug. Das glaube ich liegt immer ein bisschen daran, wie ich denjenigen erledige. War doch auch ganz woanders. Ach nee, doch hier. Richtig, hier bin ich richtig. Werners Versteck. Ah, Sie sind endlich hier. Ich habe alles vorbereitet und muss alle möglichen Tests durchführen. Legen Sie das Gör in... Moment mal. Wo ist denn das Heilmittel? Haben Sie es etwa verloren? Wo ist dieser kleine Teufelsbraten? Oh. Ich habe Ihre Pläne durchkreuzt, Werner. Escher weiß alles. Sie haben mir nie gesagt, dass es um eine Entführung geht. Ach, Sie verdammte Heulsuse. Um diese Mistkerle zu erledigen, muss man sich auch mal ein bisschen die Hände schmutzig machen können. Ich schätze, Ihnen sind diese Folterknechte und Sklaventreiber ganz recht. Solange Ihnen nicht zugemutet wird, eigene Entscheidungen zu treffen, was? Schwarze Wippe. Werner, Sie können uns beide den Ärger ersparen und Sie leise verschwinden. Was? Ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig. Tschüss, Werner. Nee. Ach, so ist das. Sie haben sich Escher angeschlossen und dienen ihm jetzt. Wollen Sie seine Aufmerksamkeit erregen, um seine Königin zu werden? Dann viel Glück, ihr Turteltäubchen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr zwei euch auch ohne meine Hilfe früher oder später gegenseitig umbringt. Sie, er und diese ganze Stadt können von mir aus in Flammen aufgehen. Ich verschwinde von hier. Tja, kehren Sie zu Escher zurück. Dann gucken wir mal. Hier haben wir einmal Redaway, Mad X. Ja, da ist schon eine kleine brutale Sau, der Typ. Deswegen Schlüsse des Kraftwerks. Was haben wir hier? Der wäre nämlich nicht so nett mit dem Kind umgegangen. Das kann ich dir euch jetzt schon sagen. Obwohl Medira aufgepasst hätte, aber trotzdem. Jetzt muss ich mal eben gleich gucken, wozu nochmal diese... Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen.
aber da ist dann noch ein, sagt schon, da ist dann noch ein Kanal, ein Wasserkanal, den ich, der verschlossen war. Ich habe jetzt gerade nicht in Erinnerung, wie man da nochmal reinkommt. Kommen wir jetzt mit dem Schlüssel dahin? Na, das werden wir gleich mal beobachten. Wäre das auch so eine richtige Pfeife, oder? Ich weiß nicht. Das ist genau der gleiche Typ. Ich lasse ihn gehen und er haut wirklich einfach ab. Ja, er wehrte sich nicht mal. Alle anderen tun sich hier opfern und... Ich meine, klar, ist ja schlau und so, aber ich meine ja nur, wie doof die anderen eigentlich sind. Alle haben sich geopfert, außer die, die das alles angezettelt haben. Die laufen auf freiem Fuß. Wie Midira und der komische Werner. So, und zwar hier. Schlüssel verwenden, ja. Hm? Wo geht's denn jetzt hier lang? Gerade sagt mir das gar nichts. Sehen hatte ich schon mal, aber. Aber ich weiß gerade gar nicht. Oh, was geht denn hier ab? Ein riesengroßer Fleischklumpenhaufen. Hm. Wo wir rauskommen. Das würde mich jetzt echt interessieren. Wahrscheinlich kommen wir außerhalb von der Stadt raus, weil er ist ja auch hier irgendwie hergekommen. Da muss ich ihn... Vorsicht! Ach, hier ist ein Gegner. Da muss ich aber sagen, dass es ein dämliches Arschloch ist, weil er uns den Weg hätte ja auch geben können. Dann hätten wir mit voller Bewaffnung hier reingekommen. So. Den werde ich jetzt wohl erledigen. Boah. Okay, das war ja auch ein bisschen trocken Nachwuchs. Ah, ich bin auch gut. Vor allem fährt der Pudding immer gleich durch diese Gitter. Gehört. Oh Gott! Da war auch ein Pitzklave. Der hat es aber nicht überlebt hier. Was bin ich denn hier, Alter? Oh, nee. Was hinter mir? Die gerade herkam. So. Ach, ich weiß, wo wir rauskommen. Ich weiß es. Glaube ich. Jawohl. Erstmal ein Stimpack. Was? Warum ist hier eine Mine? Blödsinn. Ich hab nicht eine gesehen. Habt ihr welche gesehen? Muss ich mir mal später nochmal im Video angucken. Keine gesehen, meiner Meinung nach. Okay. Ist auch nicht so schlimm. Dann waren da halt Minen. Ist mir doch egal. Ich denke, wir kommen jetzt in der Nähe von Escher wieder raus.
Was habe ich denn da aufgesammelt? Bestimmt ein Bier oder so. Ist auch nicht so schlimm. Alter, ist alles voller Box. Ach nee, ich weiß, wo wir sind. Genau, wenn ich nämlich jetzt denen geholfen hätte, hätte ich hier eigentlich noch eine Quest gehabt, die Lichter auszuschalten von Pittsburgh. Und das wäre nämlich hier gewesen. Wir kommen aber trotzdem, glaube ich, bei beim Haus wieder raus. Stimmt, so war das. Scheißmine. Ist auch ein dummer Sklave gewesen, oder? Hat er sich nur die Mine vor seine Füße gelegt? Ach, gut, die Granaten sollten mir den Raum entzünden. Oh, scheiße. Upsala. Wollte den da. Alter! Wie die angejumpt kommen. Sollte ich tunlichst vermeiden, drinnen zu schießen. Vor allem, dass der hier drin einfach laufen und überleben kann, wa? Gas ist ja auch gerade nicht sehr unschädlich für uns Menschen. Alter, das mit Jet haben sie ja hier ein bisschen übertrieben, oder? Okay, da kommen wir nicht lang. Und da ist ein Störer. Ist das nur unten das Gas, wa? Ja. Oben ist wieder alles okay, zum Glück. Ich denke mal, wir müssen ja eh gleich nochmal schießen, bestimmt. Und ein paar Protektrons. Oh, jetzt hab ich. Oh, ich bin erschrocken gerade. Mann. Ey. Und wo ist auch noch einer? Mann, ey, das ist scheiße. Ey. Ach, keine Ahnung. Alter. Kam der auf einmal angejumpt? Head away und Stimpack. Und das ist, glaube ich. Nee, okay. Aua! Bitte! Brauch keine Hilfe von so einem komischen Protektoren. Der würde eh von den Trocks hier übelst schnell kaputt gemacht werden. Für sein Altmetall und seine Energieladung haben. Okay, ist hier nicht ein Schalter irgendwo? Weil jetzt wieder zu abtauen.